Und damit, okay Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Kleiner Disclaimer, bevor wir anfangen. Ich sehe gerade, wir haben in Strahlestrand 100% in Flockenbrocken so ziemlich die Hälfte an dem, was man bekommen kann. Sparks haben wir nicht mal ansatzweise. Genauso wie in Prima Paletti. Und Terraflora ist die neue Welt, in die wir als nächstes reinstarten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber nochmal vorher in Flockenbrocken und schauen uns da um, ob es den Schlüssel gibt. Und dann starten wir direkt dann in der nächsten Folge oder vielleicht auch schon heute in die neue Welt rein. Ich sag's mal so, wir werden die 100% streamen, komplett nach dem Projekt oder vielleicht vor dem Finale nochmal. Weil, also das, was ich sehe, ist, es ist sehr viel über Umwege etc., dass das, ja, ist halt nicht so nice, sag ich jetzt mal, wie es ist. Durch die ganzen Sidequests, es gibt so viele Sidequests in den späteren Welten, dass man sich gar nicht mehr wirklich auf die Hauptmission fokussieren kann. Und deswegen würde ich sagen, wir machen zuerst die Story durch und, ja, kümmern uns dann um den Rest. So, ich habe keine Ahnung, wo wir damit hin müssen. Das ist gut, glaube ich. Ich glaube, hier gibt es Madame Vastrella. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich würde sagen, ich gucke mich da mal hier um ein bisschen und hoffe, ich finde da auch dann was. Das hat überhaupt nicht lang gedauert. Oh mein Gott. Falls ihr nicht wisst, wo ich mich befinde, ich zeige es auf der Karte, damit ihr ungefähr wisst, wo ihr hin müsst. Das hier ist, hier unten steht euer Schiff und ihr müsst wirklich komplett ans andere Ende hier hin. An dieses Geheimgebiet. Krass, dass das auch so heißt. Da hätte ich vielleicht mit ziemlich viel Zeit ersparen können, wenn ich einfach geguckt hätte. So. Steppen wir hier doch mal rein. Ja, wunderbar. Das hat sich irgendwie gar nicht gelohnt. So, jetzt aber. Rein da. Ein weiteres Captain Toad Level wartet auf uns. So. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen. Wir können Dinge anschreien. Oh mein Gott, was ich glaube, das fühlt sich zumindest mal richtig an. Ich schieb das da drauf, warte mal. Ist das nicht total geschenkt? Oder bin ich einfach lost? Stimmt, die können ja reden. Legit, Leute, es ist no joke nach 4 Wochen erste Folge, die ich Mario & Rabbids aufnehme. Glaubt mir eh keiner, aber ist halt wirklich so. Heute ist der 4.12. Mal gucken, wann die Folge kommt. Aha! Das dachte ich mir doch. Keine Ahnung. Wenn ihr das Projekt bis hierhin auch so feiert wie ich, dann könnt ihr doch mal ganz stabilen Like da lassen. Das wäre wunderbar. In letzter Zeit läuft nämlich nicht so gut. Und da freue ich mich über jeden Support von euch. That was weird. Das da drin ist auch sass. Was ist hier? Da liegt so eine Powerkugel. Ja, die nehme ich gleich mit. Die nehmen wir gleich mit. Was passiert hier durch? Und da kommt die Kugel rein, die wir gerade gesehen haben. Ah ja. Ich habe meine Facecam größer gemacht. Ich glaube, das fällt auch auf. Ich weiß nicht so warum, aber ich fand die in den letzten... Beim letzten Mal so relativ klein. Vor allem beim letzten Mal hatte ich noch den alten Stuhl, glaube ich. Ist das nicht krass? Ich dachte, das despawnt jetzt. So? Why do I not can go up there? Jetzt ist weird.
Kann ich das anschreien, wenn ich draufstehe? Nein, kann ich nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass ich nicht über Schrägen laufen kann. So wie ich das Game einschätze. Oder ist es einfach nur ein Bug und ich bin lost? Ich kann mit dem Ding hier nicht hochklettern. Boah, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß es. Also ich glaube es zu wissen. Kann es sein? Maybe. Warte. Wir schreien das an. Dann wird hier hochgestabbt. Boah, ist das fies. Boah, ist das genial. Die Rätsel vom Spiel werden herausfordernder und das finde ich halt allgemein sehr gut. Und jetzt können wir hoch und das nehmen. Was ist da unten? Da unten ist gar nichts. Ah nee, da war der Block. Nimm doch jetzt. Und jetzt wird die Röhre frei und mit der Röhre schießen wir uns zu dem viel zu freundlichen lilanen Spark da oben. Ganz genau. Und dann wäre das hier auch erledigt. Zum Glück habt ihr mich gefunden. Hier war es echt langweilig. Wunderbar. Dann würde ich sagen, steppen wir in Welt 3 und kümmern uns darum, dass wir da auch noch dieses Secret Level machen können. Hier fehlen uns tatsächlich noch einige Währungssteine, die wir irgendwie hier finden können. Beziehungsweise wir machen erst den roten Ring, komm. Ich glaube, die Folge ist mal wieder eine etwas, ja, lost. Eine etwas langweiligere Folge, weil wir halt viel Backtracking machen. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Und wenn doch, dann gebt der Folge ein Like und skippt zur nächsten. Oder ihr guckt sie direkt und dann müsst ihr halt warten. Lost, warum laufe ich denn auch dran vorbei? Ich feiere das aber massiv. Für mich ist es sowieso schon viel zu lange her. Deswegen freut es mich jetzt wieder weitermachen zu können. Egal in welcher Form. Ob ich jetzt Kämpfe machen muss oder nicht. So, wie viel brauchen wir denn für die? Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Hier können wir auf jeden Fall was kaputt schreien. Vor allem in dem Bereich hier hinten. Nur mal kurz auf der Karte zum zeigen, wo ich bin. Waren wir noch gar nicht. Deswegen sollten wir uns hier mal besser umgucken. Also hier waren wir schon, aber irgendwie nicht wirklich. Aber nur so halb. Also hier ist das Dorf, wenn ich das richtig sehe. Und du hast... Ist doch safe eine unsichtbare Brücke. Ja, ja, ja. Du hast safe eine wunderbare Münze für uns. So, erster Kampf nach 3 Wochen. Mal gucken, wie ich mich anstelle. Ich weiß nicht, ob ich euch das rausschneiden soll oder drin lassen soll. Ich weiß nicht, wie spannend ihr diese Kämpfe findet. Aber ich feiere es, mir diese Kämpfe immer anzuschauen. Deswegen starte ich hier direkt rein. Stimmt, ich muss ein anderes Team noch auswählen. Ich musste was nachaufnehmen. Deswegen habe ich das Team gewechselt tatsächlich. Wir packen wieder Rosalina und MC Bowser rein. Die haben eigentlich alle ganz gut Leben. Wie viel haben wir? Ah, wir haben ganz gut Geld. Da können wir doch mal hier so ein bisschen noch was reindrücken. Für mich ist es alles ewig her, deswegen keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind im Sinne von Level, Sparks und hier. Aber scheinbar haben wir größtenteils aufgeräumt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, stellen wir uns doch diesen Pabla. Kampf. Ich wollte lesen. Ja, hättest du halt gelesen. So, Bowie, du machst erstmal... Also, Bowie, du machst jetzt erstmal hier so eine schöne Stampfattacke drauf.
Dann holst du einen Dash raus und... That was weird. Lass da rein. Weil durch den Flächenschaden gehen Blöcke kaputt, das hat sich gar nicht gelohnt, okay. Ich will auf jeden Fall den hier weg haben. So. Dann da rein. Zack, zack, zack. Wunderbar. Down. Nicht down. Oh, und sie. Er auch nicht hier. Was ist denn das schon wieder? So, Das ist bedingt gut, wenn wir in die richtige Richtung laufen würden. Wir gehen schon mal dahin. Aber so ganz bisschen out of range. Oh, Rosalina kann nicht mehr laufen wegen Feuer. Ich glaube, wir treffen. Aber natürlich. Naja, Loser, das ist, weiß ich. So, geben wir den Zug mal ab. Ich glaube tatsächlich, dass ich gerade sehr unklug spiele. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe und einfach keinen Plan von dem Game habe. Aber das ist gar nicht so schlimm. Das hält uns nicht auf. Wir rushen da durch. Bumm. Schade. That's not good, aber wir können ja jumpen mit Bowie. Oh, das wäre so nice, das wäre so nice, das wäre so nice. Ist es auch. Boom. Und hier wird reingeschossen, weil hier machen wir ein bisschen mehr Schaden. Rosalina macht zwar viel Einzeldamage, aber ich glaube, an der Stelle hier brauchen wir eher Flächenschaden. Los. Weswegen ich genau das hier tue. Ah, vielleicht auch nicht. Oh, er überlebt das auch noch. Ja. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr, wenn er sich bewegen sollte. Nein, das ist ein Geist, oder? Irgendwie war das doch, dass man die nicht treffen konnte. Ah, Rennen ist ja nicht auf dem Feld. Was ich herausgefunden habe, unfassbar. Wir können hier rüberspringen. Ja, wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Der wäre down. Ja, und der auch, oder nicht? Als ob! Das kann, das, nee, das ist so Betrug. Aber im Normalfall sollte das so klappen, außer es sind halt wirklich Geister. Ich teleportieren. Gut. Hallo, ja. Okay. Minus eins. Wir können sie angreifen. Was ist unser Ziel eigentlich? Ist es ein Erreiche das Gebiet oder sowas? Nein. Ich habe gar nicht auf das Ziel geachtet. Das ist gut. Hallo? Was ist unser Ziel? Besiege 8 Gegner. Ja, easy. Boom. Da ist der Win. Hä? Ach, Runden. Oh, lost. Können wir das rausschneiden? Dieses... Das war peinlich, weil es hat... Also, es hat ja nicht funktioniert, so... So wie ich wollte. Also, können wir nicht? Also, sicher? Also, wäre halt schon an... Also, ja, okay. Ich mache einfach weiter, als wäre nichts passiert. Okay. Perfekt. Oh, er greift uns an, das nicht so gut. Er springt nach hier unten. Jick.
Warum so unfassbar viele? Gut. Ich wünsche euch noch was, gell, Guys? Frohes neues Jahr. Ach, ihr seid schon fertig. Das ging aber schnell. Hust. Ganz angenehm. Bowie, du kannst doch hüpfen. Mach mal die Explosion des Jahrtausends. Nein! Warum wählt er denn nicht die vor mir aus? Was ist denn das? Ich krieg dich. Komplett verschwendet. Unfassbar. Wollt ihr mehr? Als ob er das jetzt überlebt. Ja, aber ich mach diesen hier. Die explodieren jetzt aber nicht alle. Nein, okay. Und der fährt nach da oben. Das ist gut. Okay. Ah, ich hätte Schutz zünden können. Schutzspark. Oh, wäre vielleicht smart gewesen. Aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm. Ah. Ich merke gerade, dass es ewig lang dauert, solche Münzen zu getten. Weswegen ich glaube ich sagen muss, also wenn ich das so richtig einschätze, dass ich es jetzt nicht schaffe, so viele Kämpfe zu machen innerhalb von einer Folge, dass ich entweder Sachen rausschneiden muss oder dass wir das wirklich erst in den, in Anführungszeichen, 100% machen können. Also mit den Anführungszeichen meine ich halt in den Streams. Weil scheinbar geht es ja nicht anders. Dann würde ich sagen, nach dem Kampf... Aber das ist halt doof. Auf jeden Fall, nächste Folge starten wir auf jeden Fall in die neue Welt rein. Aber da muss ich mir halt was anderes überlegen für die ganzen einzelnen... Level etc. Warte, jetzt können wir doch zünden. Es lohnt sich doch sogar noch. Ich gebe den Zug mal ab. Ist halt echt bad, wie viel Damage wir bekommen dadurch. Aber ich bin auch noch nicht so in diesem taktischen drinne. Da muss ich halt erstmal wieder jetzt nach eben einem Monat erst wieder reinkommen. Deswegen, ja. Verzeiht mir, dass ich gleich sterbe. Na los. Das ist übertrieben. Die können Gegner spawnen. Was sind das überhaupt für Geister? Haben wir die schon mal gescannt? Das wäre was, was ich jetzt erstmal mache. Weg, Mann! Angreifer mit großer Reichweite beschwert Knechte auf seinem Schlachtfeld. Empfindlich gegen Windstoß. Ah ja, was haben wir denn da, Kollege? Lüll. Den haben wir komplett aus der Welt gefeuert. Loser. Tschüss. Den könnte halt jeder andere auch machen. Wobei, wir können mit ihr nicht mehr dashen, gell? Egal. Wir können aber... ihn dashen. Dann über Rosalina nach hier hinten springen. Und die hier aus der Welt zimmern. Wunderbar. Feuer gibt's auch noch ein bisschen oben drauf. Rawr.
Biss schmerzt schon. Strong. Will die beide gut treffen. Bitte, bitte, mach den doch down. Wenigstens den vor mir. Endlich. Okay. Schön, wir müssen die Sternteile mitnehmen, nicht vergessen, Guys. Die sind ja wichtig. Ha. Gegner. Sache ist, wir können ihn nicht attacken, was halt nicht gut ist. Ja. Das lohnt sich, glaube ich, mehr. Dann halten wir uns auch mal hier hinten. Bowser nehme ich als Tribut, dass sie ihn angreifen und 60% ihres Schadens zurückbekommen. Vollstes Kanonenrohr. Ja, schieß auf Bowser. Das ist gut, das ist mein Ziel. Bowser. Imagine, wenn der Max ihn einfach 100% Schaden zurückwirft. Oh, Bowser ist unempfindlich gegen Feuer. Macht ja Sinn. Eigentlich macht das keinen Sinn, weil Bowser stirbt in meinem Mario-Spiel, wenn er in Lava fällt. Aber nun gut. Also, aber macht doch irgendwo Sinn. Nee, 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 das war nicht der Deal. Boah, Bowser. Du nimmst die jetzt alle so aus dem Leben. Da gibt's eine Hardcore-Stampfattacke. Eine geisteskranke Explosion. Einen Dash. Komm, schön die Crits, schön die Crits. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Wunderbar. Du tryst dich an ihm hier. Zack, zerab, zerab, zerab. Er lebt auf jeden Fall noch, das weiß ich. Aber wenn ich das so richtig sehe, nicht mehr lange. Er sollte tot sein, ja. Ich gehe jetzt zu ihm. Erreichen ihn nicht. Scam. Ja, erreiche ich nicht. Okay. Zug abgeben. Er ist nicht down. Er ist einfach nicht davon down gegangen. Aber wir haben die Schlacht trotzdem gewonnen. Wie viele Erfahrungspunkte? Ja, ist okay. Ihr wisst, ich werde immer mit krassem Level einsteigen. Deswegen habe ich auch schon des Häufigeren mal offcam gefarmt. Wie ein Farmer. Oh, wir kriegen sogar was dafür. Stimmt. Sehr schick. Ja. Was war das jetzt? Ein Waffenskin. Krass, krass. Okay, Guys. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann in die neue Welt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und für das hoffentliche Liken des Videos und Abonnieren des Kanals. Ich wünsche dir noch einen recht. Mir fällt kein Wort ein. Diesen doch so wundersamen Tag. Bis dann. Tschüssikowski, meine sehr verehrten Freunde.